Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution 2. Heute mit ein bisschen Publikum. Ich muss die ganze Zeit darauf achten, was die Katze macht. Gucken, ob die sich jetzt mal 30 Minuten benehmen kann und vielleicht einfach eine Kleinigkeit schläft. Ja, und wir sehen gerade, unsere Mitarbeiter sind alle beschäftigt. Oder beziehungsweise zwei mit der Heilung eines Dinos. Beziehungsweise die anderen sechs machen Pause. Wir haben noch den Lebendfang, den wir machen müssen. Und den nächsten toten Saurier. Wir hatten gerade auch schon einen Toten. Jetzt ist die Frage, welcher Saurier war der vorher? Welcher Saurier ist vorher gestorben? Wenn das jetzt auch in dem Gehege ist, das sind fleischfressende Dinos. Ich weiß nicht, ob deren Artgenossen auch essen, wenn sie Hunger haben. In unserem großen Gehege kann ich mir das allerdings wiederum gut vorstellen. Aber unter Artgenossen. Wir versuchen es einfach mal. Ah, die kämpfen schon wieder. Ja, das steht auch in meiner To-Do-List. Hä? Das sind nicht dieselben? Ah, aha. 2 gegen 1. Kohabitationsproblem. Ja, die müssen wir eigentlich retten und rausholen. Haben wir nicht noch hier ein freies Gehege? Das kriegen wir doch hin, oder? Wo haben wir denn so ein Einfangteam? Ach, du hast alle auch ganz viel zu tun. Dich können wir nicht nehmen. Habe ich hier irgendeinen, den ich mal benutzen kann? Ich glaube, beim letzten Mal habe ich auch schon gesucht. Was ist denn mit dir? Ach, das ist eine Expedition. Ach, ja, zwei Mitarbeiter sind ja gerade wieder frei. Aufgabe hinzufügen. Dann betäuben wir die beiden. CMP, CMP. Moment, wie werden die denn wohl abgekürzt? CHN. Und dann ist. Ist ja sogar falsch, oder? CMP. Und wird das ein Kompi sein? Ja, COMP. Kompi, ja, müsste hinhauen. Das heißt, wir haben noch zwei von denen. Dann retten wir die erstmal, dann stellen wir das hier ein. So, retten wir die. Achso, Mitarbeiter. Mitarbeiter sind jetzt fertig, dann gucken wir mal nach der Expedition. 12 Minuten hätten wir noch Zeit. Die werden auch, glaube ich, richtig eklig, aber. Kommen wir mit dich mit und dich, dann schicken wir euch danach in die Pause. Würde ich auch ins große Gehege tun. Was haben wir hier? Ach ja, genau, das steht auch noch auf der To-Do-List. Wie sieht es bei euch eigentlich aus? Seid ihr genügend noch vom Bestand? Ah, erstmal kämpfen. Stand 4. Passt noch. Produkt wird transportiert. Bitte sieh dir das nächste Ziel an. Baue etwas Neues. Komm, machen wir das. Baue etwas Neues. Kann man machen. Muss man nicht machen. Die will ich gern retten. Haben wir hier eigentlich auch schon hier was drin? Ja. Von wem werden die denn abgedeckt? Produkt zugestellt. Man kann das auch alles einstellen. 200 Meter entfernt.
Da. Ich bin am Überlegen, ob ich für die nicht einfach nochmal was Neues mache. Vielleicht hier vorne oder so. Ist ja eigentlich auch nicht so viel an Platz. Haben wir irgendwie. Achso, hier haben wir eh die Geschäfte. Was haben wir denn hier noch? Achso, die nur einmal gebaut werden können. Die Geschäfte sind eh hier drunter. Deswegen hätte ich jetzt einfach hier nochmal. Ja, beides einmal noch hier hingebaut. Wenn wir Glück haben, wird das auch noch direkt vom Strom abgedeckt. Oh, das ist ziemlich breit. Ich hoffe mal, da passt noch die andere Anlage daneben. Hey! Ja, was ist los? Lass mich aus, du. Hey, komm hier. Oh, sorry. Hey. So? Komm hier. Okay, dann jetzt mit Handicap. So, entschuldigt, ich habe da mal kurz zugemacht, dass ich Ruhe habe, sonst wird das, glaube ich, nichts mehr. Sonst bin ich zu sehr abgelenkt. Ja, der Lebendfang kam genau in der Zeit. 3 von 4 haben wir gefangen. Ne, eigentlich können wir die doch direkt nehmen. Jetzt ist die Frage, wer hat hier wo sein Territorium mittlerweile? Machen wir einfach mal da ein. Sturmwarnung, das klingt ja schon wieder nicht geil, aber vielleicht können wir vorher noch auf eine Expedition gehen. Okay, du passt dahin, man muss dich aber drehen, aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Achso, du bist außerhalb des Stroms. Naja, gut, hier kann man natürlich auch keinen Strom mal eben so hinlegen, weil hier die Helikopter sind. Hier würde natürlich perfekt passen vom Strom. Aber da sind wir genau hier über der Landezone und hier vorne über der Landezone. Ich glaube, am meisten Sinn macht es, doch so ein bisschen hier in den Wald reinzugehen. Glaube, das reicht. So, bevor der Sturm kommt, lasse ich nochmal uns losfliegen. Haben wir irgendwas schon angefangen? Fast 10 Minuten rum und wir haben noch nicht einmal was gegen der Forschung getan. Auch ungewöhnlich. Da ist irgendwas. Machen wir. Ach, der brach hier sogar. Zack. Ausruhen. Ausruhen. Das sieht doch ganz entspannt aus. Hier sind wir durch. Da sind wir durch. Sieht echt gut aus. Ja. Da würde ich noch weitergehen, wenn es geht. Ja. Oh. Sieht nicht so aus, ob wir es hinkriegen. Er sagt auch, ich kann es gar nicht anklicken. Okay, dann warten wir mal, bis alle da sind. Ja, hier können wir, glaube ich, einen kurzen Anlagenweg machen. Das ist in Ordnung. Hier müssen wir natürlich einmal gucken. Zu wenig Früchte. So, das können wir auch währenddessen machen. Lassen wir ruhig das Spiel mal ein bisschen laufen. Kein Wasser, auch klar. Sieht man. Die wollen viel Freiraum. Haben wir. Können wir eigentlich die Bäume hier alle wegmachen? Du hast einen neuen Saurier eingeführt. Einen Proceratosaurus. Man erkennt ihn sofort an seinem Kopfschmuck. Sein Körper ist kleiner als der anderer Jäger. Aber man sollte ihn trotzdem nicht auf die leichte Schulter nehmen. So viel ist sicher. 90%. Kohabitation 0.
Nee. Ist okay. Bisschen wenig Wasser vielleicht? Nee, Umgebung. Ticken mehr. So. 100%, perfekt. Brauchen trotzdem noch ein Tor. Und ein Ranger-Posten. Dann nehmen wir einmal dich. Aufgabe hinzufügen. Zack, zack. Versuch's einfach trotzdem mal dahin zu fahren. Aufgabe hinzufügen. Das hier würde ich sogar wegmachen bei dem einen. Der Ranger-Posten ist denn das hier? 8. Aufgabe hinzufügen. So nicht. So. Ach, das sind. Oh, ich wollte gar nicht den Ranger dahin schicken. Aber vielleicht wird er auch mal on top dahin. So, Erholung hat gepasst. Was haben wir hier eigentlich noch drin? Ah. Beerdigt freilassen. Vier Stück sogar. Ich würde sagen, wir haben gerade ein bisschen Zeit. Obwohl, nee. Ich glaube, das wird zu viel. Ich habe schon gesehen, wie viele Sachen da sind zum Reparieren. Du musst auf jeden Fall repariert werden. Du musst repariert werden. Ich hoffe mal hier. Dann darfst du mal ein bisschen fahren. Der kommt jetzt mal raus. Achso, was haben wir hier hinten? Das ist, glaube ich, auch einer von denen hier. Ja, kein Einfangteam ist okay. Ja, dann kommt er auch direkt da unten mit ins Gehege. Dann haben wir den ja noch Gott sei Dank gerettet. Also, und das Einfangteam können wir eigentlich auch mal nehmen. Ah, ne, nicht so. Nein. Aber Aufgabe hinzufügen, eigentlich schon richtig. Zack. Kein Strom, wer hat keinen Strom? Ach so, weil da repariert wird. Freier Platz, ich würde sagen, automatisches Auffüllen und Sturmabwehr ist immer, glaube ich, wichtig. Meinen Glückwunsch zu deiner neuesten Errungenschaft. Ja, jetzt ist natürlich. Jetzt haben wir natürlich jetzt gerade nicht die Mitarbeiterin frei, weil wir. Oh. Sturmabwehr brauchen wir ja nicht. Wenn es stürmt, dann kann es ruhig ausfallen. Können nochmal mehr lagern. Mehrere Forschung. Hä, hey, billigere. Achso, billigere Forschung. Ja, da, wenn wir jetzt die ganzen Sachen hier haben, die 8 Millionen kosten. Ja, noch ein 2, ja. Na gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das jetzt noch dauert. So, kranker Dino haben wir, Lebendfang haben wir. Tiere im großen Gehege mögen sich nicht, haben wir auch geklärt. Also eigentlich fehlt jetzt gerade noch die Tour, die wir hier durchbauen wollen und hier durch. Frage ist, fahren wir wirklich einmal rum? Jetzt macht er da den Wald weg. Naja, komm, da kommen wir nicht vorne her.
Stopp, das will ich sehen. Ich fahre jetzt einfach hier am Wasser entlang. Damit der, oder relativ am Wasser, dass der Wald bestehen bleibt. Nein! Jetzt ist die Nachricht doch weggegangen. Kann ich mir die noch anzeigen lassen? Er ist hungrig. Verdammt, hätte ich da mal direkt hingeklickt. Habe ich die Dinos abgesetzt hier hinten? Kann ich mir die irgendwie anzeigen lassen? Hungrig. Ah, hier laufen ganz viele rum. Nahrung ist auch nicht genug. Jagd fehlgeschlagen. Da geht der nächste jagen. Kein Strom direkt fünfmal. Achso, vielleicht auch, weil jetzt die andere Sache repariert wird. Ah, er geht sogar da hinten an den Futter. Haufen. Na, ich will mal gucken, ob sich den, ob er sich bei der Nahrung was tut. Angriff, Verteidigung, Standard, Dominanz. Oh. Niedrige Gesundheit. Das müsste der, also. Toter Saurier streift umher. Hat er ihn gegessen? Ja. Toter Saurier ist weg. Okay, dann haben wir jetzt wirklich das erste Mal gehabt, dass einer richtig. Was haben wir denn hier? Ach, der nächste. Niedrige Gesundheit. Ja, dann wird der wohl auch angegriffen. Ist der Bestand zu klein? Fleisch nicht? Sand nicht? Aber die waren ja mal hier hinten eigentlich. Vielleicht hat es den jetzt da rausgetrieben. Aus dem Bestand. Das wäre natürlich nicht so schön, aber irgendwie natürlich auch ein bisschen die Natur. Euch lasse ich auch mal frei. Ihr lebt schon viel zu lange. Ach, das war nur einer. Ja, dann lasse ich dich frei. Hey, ich hatte schon seit Hier ist Stunden immer keine noch Snacks Blockierung. mehr. Dann werde ich ungemütlich. Jetzt überleg mal, wie es einem Saurier geht. Dann müssen wir es hier nachmachen. Okay, dann macht ihr das mal mit den Fossilien. Ihr fliegt hier noch irgendwie rum. Und wir machen in der Zeit die Tour. Was haben wir denn hier? Durch die Statusüberprüfung, Gefahr für die Gäste. Oh, das Tor ist kaputt. Oh, und hier ist schon wieder ein. Dann repariere ich das mal eben schnell. Deswegen auch die fehlende Statusüberprüfung. Weil die natürlich dann jetzt hier nicht fahren konnten. Ohne Benzin geht nichts. Oder ach so, hier machen wir natürlich jetzt voll den Wald kaputt. Also ohne Benzin geht nichts. Oder irgendwann auch ohne Strom geht nichts. Eigentlich könnte man hier auch Stromfahrzeuge nehmen, ne? Könnten ja auch jederzeit laden. Aber hier machen wir jetzt richtig den Wald kaputt.
Sind einfach so weit außen wie möglich. So. Das sieht doch gut aus. Ist zwar jetzt nur... ohne Stopp. Aber warum nicht? Müsste man eigentlich einige Dinos sehen. Das ist ja sogar hier hinten in der Ecke. Jetzt würde man für die Fleischfresser, die brauchen, die gehen ja mit der Nahrung. Kann man da drauf? Nee, schade. Davon kann man mal ein paar mehr haben. Ist natürlich jetzt auch wieder weit weg von ihm. Aber das, ja, ist dann so. So, müssen wir gerade noch irgendwas machen? Leuchtet hier irgendwas? Nö. Nichts, was gerade unsere Aufmerksamkeit zwingend erfordert. So. Neues lebensfähiges Genom. Stegosaurus. Ja, die werden da auch geil. Wir wollen jetzt aber weiter in der Forschung gehen, weil wir noch einmal forschen können. Jetzt geht's. Was brauchen wir denn? Wir brauchen am besten alle, die Labor haben. Sind wir bei... ja, mehr können wir nicht nehmen. Also das ist das Maximum, was wir können. Oh, minus 41%. Das erleben wir dann sogar noch. Da würde ich auch nochmal eine Expedition für starten. Vielleicht können wir dann... oh, nee, nicht Forschung. Achso, waren die beiden jetzt in der Pause? Ja. Ich stehe, glaube ich, nur einmal. Komm, Dreier und ein Vierer, dann haben wir es. Günstige Expedition, schnelle Forschung. Haben wir so, haben wir Platz. Sorry, Bedrohung. Wie ist das denn jetzt bitte passiert? Du müsstest doch jetzt eigentlich abheben. Plätze voll, das gibt's doch nicht. Du hast aber noch Plätze frei. Wie bist du denn ausgebüxt? Was soll ich mir jetzt noch ein Auto schnappen und dir helfen beim Schießen? Kann ich nicht schießen? Ah. Ist tot. Es ist tot. Komm, dann setze ich dich aber fairer mal erstmal. Fleisch, aber wie ist der rausgekommen? Das wundert mich gerade. Ja gut, das ist mit der kleinste Dino, den wir haben. Da weiß ich nicht, ob der da drüber springen kann. Ah ne, das ist ein... also hier wird er drüber springen können, aber der wird hier nicht durchs Gitter passen. Lebend fangen. Kentro. Das klingt gut. Das klingt was noch besser, also... ist auch ein Tier, was sich verteidigen kann. Also perfekt für unser... ja gut, aber ihr macht Revierkämpfe, das ist uninteressant. Also perfekt für unser großes Gehege.
Ah, okay. Ja, anscheinend wären hier die nächsten Predator drin. Also die, die jetzt hier wirklich dann Jagd machen, töten und. Ihnen abgeschlossen, das finde ich gut. Wir müssen trotzdem, ich würde trotzdem mal die 2 Minuten warten. Typ kleiner Fleischfresser und isst alles hier. Um wem sollst du dich kümmern? Ach, um den Kompi. Ja, na, also ne, ist halt ein Tier auch bei uns, ich sag mal im Zoo. Ne, auch darum muss ich dann gekümmert werden, wenn da natürlich jetzt da die Mediziner unterwegs sind. Mal gucken, ob er immer noch unterwegs ist. Ist er? Dann anscheinend hat der eine die Jagd gewonnen. Vielleicht braucht es Konkurrenz. Oder die müssen einen großen Pflanzenfresser angreifen und dann. Dann sieht es vielleicht anders aus. Deshalb, wie viel auf Anziehungskraft hat denn so ein Kompi? Hast du den jetzt geheilt oder hast du ihn nicht gefunden? Bräuchte wirklich so eine Ansicht. Es sind halt einige. Auch Futtersuche, niedrige Gesundheit. 10 Stück haben wir davon. Einundzwanzig. Ja, ne, guckt euch die Werte an, die waren bei dem anderen deutlich, deutlich größer. 71 Jahre Lebenserwartung. Das ist viel, hätte ich gesagt. Bei so kleinen Tieren. Ja, aber die kosten 7000. Um einfach auch den Gästen was zu zeigen, weiß ich nicht, ob man die halt auch nicht einfach nehmen könnte. Anderer Zoo muss auch. Ja, gut, da sind halt dann tote Tiere. Ja, bei Dinos ist halt etwas anders. Aber von mir aus können wir auch hier einfach immer für Nachschub sorgen und dann. Im Endeffekt, wenn sie gut sind, wenn sie jung sind, überleben sie es. Wieso wer hat jetzt hier keinen Strom? Du hast keinen Strom. Das macht keinen Sinn. Ah, hier hinten ist kein Strom. Ist nicht mal ein bisschen komisch, wie das dann aufgezeigt wird. 11 von 30, okay. So, das haben wir fertig. Wir können auf die Expedition gehen. 2 Minuten. Ah, das kriegen wir auch noch hin. Dann würde ich sagen, damit beenden wir dann die Folge. Was brauchen wir? Machen wir so. Zack. Vorschau. Oh ne. Fossilien. Wie sieht das jetzt hier aus? Haben wir auch nochmal Platz. Näherer Brutkasten. Ich würde einfach nochmal welche herstellen. Großer Hunger. Also das können wir, glaube ich, noch gar nicht einstellen. Aber dann können wir vielleicht mal was dagegen tun, dass wir es bald können. Was haben wir denn hier noch? Verbessertes Bauwesen. Senkt die Baukosten. Aufgewertetes System senkt die Aufgabendauer. Dauer ist ja immer okay, aber. Stressresistenz für Mitarbeiter wird erhöht, klingt für mich gut, weil dann sparen wir uns die Mag es 75.000. unmenschlich vorkommen, aber wenn wir die Saurier kämpfen lassen oder sie dahingehend beeinflussen, können wir sie besser verstehen. Diese Forschungsarbeit hilft uns letztlich dabei, besser auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Gruppenanpassung, Dürretoleranz, Mehrfachspeziesanpassung. Starkes Herz, was muss man dafür machen? Last 2 Saurier mit dem Merkmal nicht fit frei. Verletzlich, großer Hunger. Okay, vielleicht müssen wir mal irgendwie eine Folge mal damit spielen. Und dann machen wir die Kompis oder so. Was brauchst du? 9 Punkte da. Ja, dann haben wir es ja eigentlich schon.
dass wir hier ein paar Sachen freischalten, das wäre ganz cool. Dann nehmen wir einfach die Dinos, die, wovon wir einfach ganz viele machen können. Vielleicht machen wir das am Donnerstag. Da würde ich nämlich gerne weiterkommen. So, jetzt bitte noch schnell die Dinos. Und dann sind wir durch für heute, hätte ich gesagt. Einiges geschafft. Meine To-Do-Liste bin ich durch, ja. Ne, die jagen lieber, glaube ich, die so Tiere als die ganz normalen. Ist das schon? Zwei entgangen. Komm, ihr könnt auch hier in der Mitte. Okay, dann würde ich sagen, die Kentosauren, die gucken wir uns an in der nächsten Folge. Dann sind die gelandet. Ich weiß gar nicht, wir haben so wenig heute irgendwie bei den Wissenschaftlern gemacht. Braucht doch noch jemand eine Pause? Nö, sieht alles gut aus. Dann hätte ich gesagt, war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, die Folge hat euch unterhalten. Wir sehen und hören uns am Donnerstag wieder. Deswegen mache ich es kurz. Bis Donnerstag. Ciao.